Damit heiße ich euch hier heute ganz herzlich willkommen am Bodensee, liebe Leute. Ich befinde mich jetzt tatsächlich am Bodensee. Ich bin den ganzen Radrheinweg entlang geradelt auf der linken Seite. Ja, und jetzt bin ich eben tatsächlich hier angekommen. Wir haben mittlerweile den 10. Tag und nicht den 9. Denn ich habe mir einen ganzen Tag Pause gegönnt. Bin ich froh, dass ich heute wenigstens mal nicht nass werde. Ich habe mich ausgeruht, ich habe meinem Körper mal ein bisschen Erholung gegönnt. Ich bin schön lange heiß duschen gegangen. Ich habe ein bisschen was Gymnastik, Yoga-Übungen gemacht, so ein bisschen zumindest, ein bisschen Wellness-Tag gemacht. Ich habe Stunden um Stunden Videos geschnitten und einfach ja, eine gute Zeit am Laptop verbracht und dachte mir, es macht einfach keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwie so ein Lückenfüller-Video mache, wo ich euch dann nur so kleine Sachen zeige. Von daher, ja, Leute, wenn ihr das seht, ist das für euch jetzt halt der 9. Tag. Wir reihen das jetzt einfach weiter. Und für mich ist es einfach der 10. Tag. Sollte an sich ja nichts ändern. Jetzt, ja, sind wir hier gerade am Bodensee. Vielleicht nehme ich euch doch nochmal kurz mit. Das ist nämlich einfach dolle hier. Das war ja auch das, wo es eigentlich hingehen sollte. Und schaut es euch mal an, wie das hier aussieht. Der Himmel sieht sehr, sehr unheimlich wieder aus. Auch wieder Regen angesagt stellenweise. Aber ansonsten mega schön hier. Es geht heute in der 9. Etappe quasi einmal komplett um den Bodensee rum. Das sind so jetzt 111 Kilometer. Die gesamte Umfang sind, glaube ich, 275 Kilometer. Und genau, wir kommen dann eben vorbei an verschiedenen Orten, die ich jetzt nicht mehr aufzählen kann. Auf jeden Fall irgendwann in Lindau am Bodensee. Das müsste da vorne irgendwo sein. Und dann irgendwo auch dann Friedrichshafen am Bodensee. Ich habe mir wieder ein Zimmerchen genommen über Airbnb. Der Klassiker während dieser E-Bike-Reise hier. Ja, und jetzt fühle ich doch mal kurz, wie warm oder kalt das Wasser hier ist. Jo, auf jeden Fall kalt. Ich würde am liebsten mal reinspringen. Aber Leute, jetzt stehen Kilometer auf der Uhr und das insgesamt, wie gesagt, nicht zu wenig. Ja, jetzt geht es los. Ach, vorher zeige ich euch, glaube ich, noch eine Szene von meiner Kocheinheit da gestern. Das war ein Film. Ja, war wohl nichts mit Kochen. Ich dachte irgendwie, dass hier noch ein Herd steht. Jetzt muss ich mal überlegen mit den Nudeln. Kann nicht passen. Oh, nee, ne? Ach, das gibt's doch nicht. Könnte ich jetzt hier den Kocher aufschlagen, aber ich komme leider nicht raus. Rauchen darf man hier zwar nicht, aber hier steht nichts davon, dass man hier nicht kochen darf, ne? Ich denke, wenn ich das jetzt mit gesundem Menschenverstand mache, sollte da auch nichts schief gehen. Oder? Parmesan liegt hier schon bereit. Ich muss jetzt echt so ein bisschen zaubern, weil ich habe weder Teller, noch Salz, Gewürze jeglicher Art, noch irgendwie ein Schneidebrett oder irgendwas. Aber drückt mir einfach die Daumen, dass ich jetzt mal nicht tollpatschig bin, ne? Hier darf nämlich safe nichts runterfallen. Hat ja geklappt, was ich hier vorhabe. Rauchmelder haben wir hier nicht. Ey, ist das abteilig. Von A bis Z, selbst mit Essen noch. Ey, komm, kein Risiko. Genau jetzt sind auch noch so viele Leute hier irgendwo, ne? Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Den ganzen Tag ruhig gewesen. Sieht aber eigentlich gut aus, oder? Bisschen schräg. Ich glaube, ich schneide in der Zeit mal was Gemüse. Aber ich habe kein Brett. Ich habe kein Brett, kein Teller, nichts. Ich werde auch safe jetzt dafür sorgen, dass das Chaos hier verschwindet. Das sieht fürchterlich aus. Ich fühle mich auch ehrlich gesagt null wohl. Aber ich wollte einfach durchziehen. Ja, den 7. Teil hier schon mal in den Upload schicken. Denn, Leute, hier das Internet ist einfach richtig gut. 14% und nur noch 2 Stunden, 10 Minuten. Ohne Witz, das ist echt rekordverdächtig. Und ja, freue ich mich drüber. Gleich baller ich dann noch das den 8. Teil durch und dann wird er auch noch hochgeladen über die Nacht und dann bin ich auf dem Stand 0. Dann kann ich morgen dann zum 9. Tag losradeln und ja, mit einem freien Kopf alles bis dahin erledigt. Wenn auch ich natürlich weiß, dass die Aktion echt ziemlich verrückt ist. Also da muss man schon wirklich Bock drauf haben. Das ist wirklich 24/7. Das ist zwar nicht 8 Stunden Schlaf, 8 Stunden Schnitt und 8 Stunden Fahren, aber das ist 7 Stunden Schlaf, 5 Stunden Fahren, ja, den Rest kochen, schneiden, einkaufen, kochen, brasseln, irgendwas. Also es ist schon eine verrückte Zeit. Das geht nur mit richtig Leidenschaft, sonst kannst du es vergessen. Tja, wohin damit?
wenn's hier waschen ist. Wohin? Fällt auch nichts ein gerade. Außer der Tisch. Dann wird das halt so sein heute. Ach, nice. Guck mal hier. Normalerweise würde ich über das Plastik meckern. In der Tüte. Aber jetzt gerade ist das doch gar nicht schlecht hier. Hab ich doch was. Warte, mate. Warte. Aber Glück gehabt, dass ich jetzt direkt reagiert habe. Da droht die hier nämlich langsam überzuschäumen. Kannst du kein Bett zählen. Das ist so hart, nicht? Ja. Boah, kein Salz drin. Deckel drauf. Dann soll halt hier noch was ziehen. In der Zeit schneide ich immer weiter. Ohne Salz ist schon krass. Ist das Herz in die Hose gerutscht? Wenn das jetzt runtergefallen wäre. So, Tomaten, ne? Die rollen schon aufs MacBook. Ich wollte doch heute chillen. Jetzt artet das in Stress aus. Ja, kein richtiger Stress, aber. Ihr wisst, wie ich das meine, ne? Das ist schon alles ein bisschen verrückt. Ich gebe das wirklich zu. Guten Appetit. Schmecken kann eigentlich nur. Wenn man Hunger hat, dann findet man immer eine Lösung. Und nach dem Essen räume ich auf jeden Fall erstmal auf. Das geht nicht. Ich weiß, warum mir eine Speiche gebrochen ist. Das ist schon schwer, ey. Oh. Aber wir haben einen Thumbnail in der Tasche und wir können los. So, dann geht es jetzt los. Hier um ja, 10:30 gleich schon wieder. Darf nicht wahr sein. Schaut euch diesen Blick hier an, Leute. Der Bodensee ist übrigens das größte Binnengewässer Deutschlands und ja, der grenzt quasi an drei Länder, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das ist ja extrem groß, wenn ich einmal so den Blick schwenke. Es gibt halt, ist halt so, dass der Rhein halt hier quasi durchfließt. Der Zufluss nennt sich dann den Alpenrhein und der Abfluss hinten ist dann der Hochrhein. So habe ich das alles nachgelesen. Mittlere Tiefe 90 Meter und die maximale Tiefe sind, glaube ich, 275 Meter. Also das ist schon richtig dickes Ding, was wir hier vor uns haben. Die Fläche vom Bodensee, also vom Obersee, der ist ja aufgeteilt, ne, in Ober- und Untersee. Die Fläche vom oberen sind 470 Quadratkilometer und von dem unteren sind irgendwie so 73 Quadratkilometer. Und früher, vor ca. 10.000 Jahren, während der letzten Eiszeit, waren die beiden mal verbunden, aber das ein See. Aber dann ist halt irgendwie abgesackt, der eine, und so haben wir eben jetzt den Untersee und hier den Obersee. Ja, das ist auf jeden Fall dolle, ne? Dann wollen wir noch mal starten. Geht jetzt weiter Richtung Bregenz. Das heißt, wir kommen dann auch mal nach Österreich. Blendet euch ein paar schöne Aufnahmen ein und guck mal, ja, was wir hier so bildtechnisch rausholen können. Erstmal schaue ich hier auf die Karte, bevor ich hier falsch fahre. Wir müssen nämlich jetzt erstmal hier wieder den Bodensee verlassen. Schaut euch an, wie schön die grüne Wiese hier leuchtet, ne? Boah, dolle, ey. Und wieder hier so menschenleer im September. Also das ist eine schöne Reisezeit für Radtouren. Das kann ich schon mal festhalten. Vielleicht abgesehen vom Wetter, aber wer damit keine Probleme hat oder gute Kleidung hat, dann passt das. Hier wird auch an die Kids gedacht. Gibt's ein paar Spielgeräte. Ach ja, freue ich mich. Auf geht's, Leute. 9. Etappe.
Gut, dann radel ich mal weiter. Gerne. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Mach's gut, ne? Ciao. So Leute, Luft ist drin, Kilometer 3, gerade ein nettes Schwätzchen gehalten mit einer Dame aus der Schweiz und ihren beiden Enkelkindern. Richtig nett, haben uns ein bisschen ausgetauscht. Ja, das ist immer toll, so kleine Begegnungen. Brauchen jetzt nicht allzu lange dauern, ich brauche da keine ganzen Lebensgeschichten, aber so ein kleiner, wie nennt man das, Smalltalk ist nicht verkehrt. Wenn auch ich Smalltalk eigentlich überhaupt nicht mag. Aber so auf einer Radreise ist das doch mal ganz angenehm, weil man ja meistens auch alleine ist oder eigentlich die ganze Zeit. Und dann ist das, ja, macht halt morgen, macht halt irgendwie Spaß. Weltenunterschied mit der Luft jetzt hier wieder drinne. Morgen. Ja, okay, cool. So, hat einen Tech-Antrieb, das ist hier komisch zum Fahren. Mach's gut, ciao. Ach, ich habe jetzt auch gerade noch angesprochen, ne? Eine Szene zuvor, dass die Begegnungen immer nett sind. Ja, jetzt hat mich einer aus den Videos erkannt, wir haben nett miteinander gequatscht. Viele Grüße an der Stelle. Und ja, war sehr interessant, ey. Das ist eine coole Sache. Als der Erste, der mich hier mal angesprochen hat. Und wenn man ein kleines Schwätzchen hält, ist das doch keine verkehrte Sache. Jetzt müssen wir mal hier Kilometer machen. Angeblich sind jetzt irgendwie 128. Vorhin war noch 111. Ich meine, wenn das Problem ist, was wir an Tag 5 oder 6 schon mal hatten, dann passt das alles. So, jetzt sind wir hier im Städtchen. Kilometer Nummer 18. Es wird nun Zeit, dass ich mich aus der Schweiz verabschiede. Liebe Schweiz, habe mich sehr wohl gefühlt bei euch. Vielen Dank für die Gastfreundschaft und so weiter. Ich werde irgendwann wiederkommen. Und jetzt geht es rüber, nicht nach Deutschland, sondern nach Österreich. Habe ich auch mega Bock drauf. Dazu queren wir hier nicht den Rhein, sondern einen anderen Fluss, der jetzt unten links eingeblendet ist. Ja, und dann werde ich mir erstmal Platz suchen, um was zu essen. Ich habe übertrieben Kohldampf. Hier, herzlich willkommen in der Republik Österreich. Ja, hier sind auch schon genug Plätze, ne? Normalerweise. Aber lädt mich hier gerade nicht so ein. Ich finde bei euch sicherlich was anderes. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und ich freue mich darüber, dass ich die Grenzen so easy überwinden kann hier. Das ist echt einfach nur cool. Gut. Jetzt werde ich erstmal angeglotzt. Das wäre aber auch Lachs. Jetzt geht's weiter. So. Fahren wir mal. Adek, weiß. Moin. Okay, war korrekt. Hat nur ein bisschen grimmig geguckt am Anfang. Es geht hier ab, Österreich. Es läuft hier bei euch. Hier. Schön hier vorbei am Zoll. Schön ein paar Sachen vorbeischmuggeln. Ne, Leute, ich hab nichts mit. Gut, wo lass ich mich jetzt nieder hier? Ich freue mich drauf. Österreich, ey, cool. Gut, jetzt essen wir was. Und was? Was zeige ich euch? Das habe ich heute Morgen nämlich noch abenteuerlich vorbereitet. Trotz dessen, dass ich gar keine Dose mit habe, aber seht selber mal. Auf der Suche nach dem Essensplatz habe ich dann zunächst erstmal den 800. Kilometer mit euch zusammen abgeholzt, bin dann an einem 24-Stunden-Selbstbedienungslädchen angekommen und dann einfach quer durch Österreich geradelt. Ich habe hier mal kurz die Drohne steigen lassen, mal den Blick in die Bergregion geworfen, in die Voralpen quasi. Absolut schöner Blick, die Berge hier umhüllt von Wolken und Nebelfeldern, also das war wirklich toll mit anzusehen und weiter nach links geschwenkt, konnten wir dann noch sehen, wie weit ich ungefähr entfernt vom Bodensee war. Also das war dann doch eine ganze Ecke, die ich dann weiter ins Land hineingeradelt bin. Eine Weile später habe ich dann einen Shared Place Bereich entdeckt, und zwar einen Verkehrsraum, in dem sich eben die Autofahrer, die Radfahrer und die Fußgänger den Bereich und den Raum eben teilen. Total interessant, könnt ihr euch mal durchlesen im Internet. Es ging dann weiter entlang eines Radweges, und zwar haben wir hier dann die Begrenzer Ach überquert, ein sehr, sehr wasserreicher Fluss in Österreich mit 43 Kubikmeter Wasser Durchfluss pro Sekunde, also eine ganze Menge. Und Leute, wie ihr sehen könnt, hier die Sonnenstrahlen, die prasseln auf das Wasser ein. Es hätte eigentlich gar nicht schöner sein können. Als ich dann aber wieder am Bodensee angekommen bin und tatsächlich in Gedanken versunken bin. Ich wollte euch hier eigentlich nur eine Szene eben abfilmen, wo ich meine Jacke ausziehe. Das habe ich aber dann nur recht halbherzig gemacht. Ich bin hier tatsächlich irgendwie so richtig in Gedanken versunken, habe die Jacke dann irgendwie doch wieder angezogen und habe meine Gedanken plötzlich
beim Rückweg gehabt. Und zwar habe ich dann einfach mal eingegeben, wie weit es denn noch wäre. Und ihr könnt hier sehen, über 600 Kilometer noch. Ja, ich dachte mir, komm, nützt ja nichts, muss jetzt trotzdem erstmal was essen. Erste Erschöpfungsanzeichen haben sich bei mir tatsächlich breit gemacht. Und deswegen dachte ich, komm, hau mal hier das gute Essen rein. Hier noch eben die Limette drüber gepresst. Einmal kurz die Hände gewaschen hier im Bodensee. Und nochmal den Blick drauf geworfen. Nur ich sage euch ganz ehrlich, beim Essen habe ich mir dann richtig dolle Gedanken gemacht um den Rückweg. Und jetzt haben wir es hier auch geschafft mit dem Display. Allerdings ist das vermutlich nur die Folie, in Anführungsstrichen. Junge, 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 Leute, Zeit, dass ich das hier alles wahrscheinlich langsam aber sicher dem Ende neigt. Guten Tag. Kilometer Nummer? Hey, kann nicht sein. Da, 50. Liebe Leute, herzlich willkommen in Wasserburg am Bodensee. Oh, jetzt habe ich auch noch Leute hinter mir. Was ein Film. Leute, Komoot hat mich heute nicht belogen. Es sind tatsächlich über 130 Kilometer. Ich fall vom Ast. Ich war irgendwie der festen Überzeugung, dass das nur 111 Kilometer wären. Jetzt geht hier einen kleinen Schotterweg entlang. Vorbei hier an den Pfützen. Ja, bin wieder in Germany, wie ihr ja schon gesehen habt. Und kann euch direkt sagen, dass hier mehr los ist. Und ja, dass es hier einfach voller ist. So sieht's aus. 50 Kilometer haben wir. 85,9 sind es noch. Ist mir irgendwann ins Auge geflogen. Und wie soll ich sagen, in mir brodelt so ganz langsam aber sicher eine Idee. Da müsste ich euch aber zu einem anderen Zeitpunkt dran teilhaben lassen. Und jetzt fahren wir erstmal weiter. Mahlzeit. Hallo? Was ein geiler Typ. Ach Leute, Wasserburg verlassen. Jetzt sind wir Nonnenhorn. Kreis Lindau. Boah, ey, ich war wieder im Auge, ey. Hallo? Kann nicht wahr sein. Ja, hier sehen wir wieder den Bodensee in der Ferne. Einfach ein schöner See. Punkt. That's it. Ziemlich simpel. Mein Fazit an der Stelle. Der war echt schön. Wobei so umrundungsmäßig habe ich immer irgendwas im Kopf. Ne? Da denke ich, da kannst du die ganze Zeit neben dem Wasser fahren. So wie zu Beginn der Tour heute, der 9. Etappe. Aber ja, irgendwann fährst du natürlich auch mal irgendwie so ein bisschen weiter hier in so eine Ortschaft rein, ne? Dann bist du zwar nah am Bodensee, aber ja, hier, da ist ein Ufer abgesperrt, Naturschutz und so. Da kannst du gar nicht näher ran, ne? Ich zeige euch das hier mal auf der Map. So sieht es aus, ne? Man ist hier, Leute, ich habe das so nah wie es geht am Wasser geplant. Ja, und guckt euch an, was im Film hier noch vor uns steht heute. Ich werde bekloppt. Nun nützt das nichts. Junge, 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 leichte Erschöpfung macht sich bereit. Übrigens, gerade mal hier, drei Balken weg, Leute, ne? Ich bin halt alles auf Eco Plus gefahren. Das wollte ich gerade noch mal zu Ende erzählen. Hallo. Oh. Naja, ich wollte sagen, dass ich halt alles hier auf Eco Plus gefahren bin. Jetzt mache ich mal hoch. Deswegen habe ich halt auch erst drei Balken weg, ne? Und es ist auch nicht sehr steil hier, alles easy. Auch mit dem Gepäck ist das schon, ja,
Das scheppert schon rein. Morgen. Dankeschön. Ich danke. Gerne, gerne. Alles gut. Hoffentlich machen die da was Pause, Leute. Jetzt habe ich schon ein Problem mit der Filmerei. Ich immer überholen muss, warten, anhalten und so. Was ist denn jetzt los hier mit dem Wetter? Ah. Und das Schöne ist, wenn man spart, kann man sich später auch was erlauben und was leisten. Und so habe ich jetzt noch genug Saft, um ab jetzt schön auf Standard zum Ziel zu fahren. 63 Kilometer noch, zack, 6 Dinger weg, das heißt 30%. Mit 2 Akkus läuft. Jetzt scheppert es, glaube ich, aber gleich, wa? Nehmen alles mit an Stimmungen auf der Tour hier. Alles. Egal was kürzt. Hier ist auch Gewitter, wunderbar. Lass es aber auch mal richtig scheppern jetzt. Damit da wenigstens vernünftige Aufnahmen sind. Komm in Frischbach. Guck mal da auch hin. Aktuell sieht es noch so aus, als zieht's da an mir vorbei. Du musst ja aber Glück haben, ne? Wobei, das hatte ich schon sehr viel auf der Tour. Das ist mir bewusst. Thank you.
bitte nicht. Mittlerweile haben wir bald 21 Uhr. Und ach, bevor ich vergesse, das Wichtigste, ich muss hier natürlich dafür sorgen, dass das gute Bier auch kalt bleibt. Ne? Weil warmes Bier, das geht gar nicht. Leute, da freue ich mich heute drauf. Das könnt ihr euch gerade nicht vorstellen. Das war ja ein Film irgendwie, da wieder mit den über 130 Kilometern. Ey, das ist wirklich, ey, wenn man dabei noch filmt und so, das ist einfach, nee, Mann. Aber gleich dazu mehr. Ich werde jetzt erstmal duschen. Dann, oder nee, vorher zeige ich euch noch ganz kurz, was hier abgeht. Ja, hier ist die Küche. Hier haben wir dann das Wohnzimmer, Badezimmer. Ja, und hier, Leute, werde ich heute pennen. Easy peasy in diesem Bett hier. Heute tatsächlich echt mal eine komplette Bude. Also, das ist so interessant mit den Buden. Oh, nee, ne? Oh, was ein Segen, jetzt hier mal liegen zu können. Junge, 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 Leute, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt, wie gesagt, duschen, dann koche ich was. Ich war ja extra gerade noch einkaufen und dann erzähle ich euch was. Ich habe nämlich, wie soll ich sagen, neue Pläne, beziehungsweise den Plan etwas angepasst. So viel will ich schon mal vorneweg sagen. Aber jetzt mache ich hier erstmal ein bisschen klar Schiff. Und wer genau hingeguckt hat, der sieht, dass ich jetzt hier auch ein, zwei Pickel habe. Und wenn ich den Fahrradhelm aufhab, drücken die genau hier drauf. Es ist permanent so eine Reibung hier oben, ey. So, ab in die Dusche und dann ab in die Küche. Nice, hier ist kein Öl. Was mache ich jetzt schon wieder? Was ein Mist, ey. So Leute, nehmt schon mal Platz. Ich komme jetzt auch dazu. Ich habe jetzt hier geschafft, das zu kochen ohne Olivenöl. Ich möchte euch jetzt hier bei diesem Tisch verkünden, dass meine Reise entlang des Radrheinweges nun ein Ende finden wird. Die Aufmerksamen unter euch, die werden schon gewusst haben, dass ich das in diesem gewissen Zeitraum von 2 Wochen nicht hinbekommen werde. Und zwar, weil einfach die Strecke viel zu weit ist. Ich blende euch eine Karte ein. Wenn ich jetzt auf der rechten Rheinseite, nachdem ich jetzt eben den Bodensee umrundet habe, wieder hochfahren würde, würde ich ungefähr noch 40 Fahrstunden brauchen. Und ganz ehrlich, Leute, Hand aufs Herz, ich habe mir geschworen, wenn der Punkt kommt, wo du merkst, dass du auf die Aktion keinen Bock mehr hast, wenn deine Kräfte schwinden, wenn du dich zu oft wiederholst, weil irgendwann habe ich auch mal alles gezeigt. Ich bin hier lang gefahren, da lang gefahren, hier eine Sehenswürdigkeit, hier was gekocht, hier dies und das und irgendwann ist es gut. Also für den Abend sollte auch meine Laberei genug gewesen sein. Leute, ich habe den Aufenthalt in dieser Unterkunft hier um eine Nacht verlängert, habe nochmal über die Aktion geschlafen, mir einen ganz klaren Kopf darüber gemacht, was jetzt passieren wird. Es wird noch einen 10. und letzten Teil geben. Und zwar werde ich euch noch zeigen, wie ich von hier unten vom Bodensee wieder zurück in mein heißgeliebtes Kölle kommen werde. Wir werden allerdings den Rheinradweg etwas austricksen. Und zwar werden wir hier vom Bodensee aus direkt hochfahren Richtung Karlsruhe, werden dabei Basel, Freiburg und Straßburg quasi auslassen. Ich blende euch das hier ein, die rote Strecke lassen wir eben aus. Und dann geht es weiter von Karlsruhe hoch nach Bingen am Rhein. Dort werden wir dann Mannheim und Mainz, soweit ich das recht in Erinnerung habe, auslassen und ab Bingen am Rhein feuerfrei, volle Kanone ab am Rhein entlang auf der rechten Rheinseite dann nach Kölle. Fahrzeit ohne Filmerei ungefähr 26 Stunden, 500 Kilometer stehen noch auf der Uhr. Ich werde alles, was ich noch an letzter Reserve irgendwie übrig habe, an letzter Energie und Power, Motivation und sonst was, in dieses letzte Video packen und wir werden nochmal einen richtigen Abriss hoffentlich erleben. Egal wie es regnen wird, egal was passieren wird, ihr werdet alles in dem nächsten und letzten Teil eben sehen. Und jetzt höre ich auch zu viel zu versprechen, sonst kriege ich noch Angst vorm Losfahren. Leute, wir sehen uns wieder nächste Woche. Macht's gut, danke.